Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Und ich muss sagen, ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, aber die Grafik ist gerade wieder geil. Sie ist halt immer gleich, aber irgendwie finde ich es gerade wieder ziemlich nice. Folge Hansis Fußspur mit Hilfe seiner Hexersinne. Machen wir. Stimmt, wir haben beim letzten Mal diese Meute hier umgebracht. Wo sind sie? Hier. An dieses Quest kann ich mich noch dunkel erinnern, als an diesen... Ich dachte, ich habe Igni ausgewählt. Nimm mal her. Wir scheinen wohl auf dem richtigen Weg zu sein, wenn da jetzt schon wieder die Gegner auf uns warten. Ertrunkene, aber gut, passt natürlich in so ein sumpfiges Gebiet gut rein. Und ich frage mich, ob diese Zeichen hier auch von der, Hexe, von den Hexen gemacht wurden, von dem Moon oder von Hansi, aber ich glaube, Hansi macht sowas nicht. Dann doch eher die Hexen. Oder es war diese alte Frau da mit ihren Kindern, die das hier so als, weiß ich nicht, Schutz hingemacht hat oder Hinweis. Ja, wie gesagt, was ich sagen wollte, an dieses Quest mit Hansi erinnere ich mich noch ganz gut. Zumindest wie der aussah, wer dieser Hansi ist. Aber wie gesagt, ich spoile natürlich nichts. Aber ich erwähne immer ganz gerne, ob ich mich an irgendwas erinnern kann oder nicht. Und daran erinnere ich mich noch ganz gut. Da ist aber ziemlich vogelwild hier langgelaufen, ja. Spuren führen zu einem Bau. Was da wohl drin ist. Hansi? Hab keine Angst. Bist du ein Buka? Ein Lutin? Na, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst, ich tue keinem von ihnen was. Du lebst hier? Gemütlich hier, ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Göttling. Vielleicht will ich mal ganz kurz nachschauen bei Hansi, was da dazu steht.
weil ich wissen will, ob da mehr drüber steht, was ein Göttling ist. Als die Kinder aus der Lichtung im Sumpf Geralt zum ersten Mal von Hansi erzählten, hatte der Hexer allen Grund anzunehmen, dass es eine solche Person nicht gab. Es war kaum zu glauben, dass jemand an einem so unwirtlichen Ort wohnen konnte, ohne sofort von Ertrunkenen oder Wasserweibern gefressen zu werden. Deshalb hielt Geralt Hansi lediglich für die Erfindung von findlichen Fantasien, für einen imaginären Freund der einsamen Weisen. Allerdings wusste er aus jahrelanger Erfahrung, dass er keine noch so kleine Spur ignorieren durfte. Deshalb machte er sich im nahegelegenen Sumpf auf die Suche nach Hansi. Blablabla, bla, bla. Es war kein Menschenkind, sondern ein Göttling und gehörte zu einem der seltenen Völker, die in der Wildnis des Festlands leben. Leider hat Hansi aus Gründen, die er nicht erklärt. Leider nicht. Mich würde halt mal interessieren, was... Ah, Bestariumszufall, Göttlinge, okay. Relikte. Vor nicht allzu langer Zeit tummelten sich in der Gegend viele Wächtergeister um ländliche Weiler. Heute ist es fast unmöglich, einen Wichtel, Buka oder Lutin zu sehen. Und Göttlinge sind immer die Ersten, die verschwinden. Das ist der Preis der voranschreitenden Zivilisation. Aus dem Vorwort von Die Welt, die wir verloren haben, von Professor Doric Garey. Göttlinge werden manchmal auch mit Lutin verwechselt. Sie sind Waldwesen, die in Höhlen und moosbewachsenen hohlen Baumstümpfen am Rande menschlicher Siedlungen wohnen. Sie erinnern von ihrem Aussehen und Verhalten an Kinder und treiben genau wie auch Kinder gerne allerlei Schabernack. Göttlinge sind tief mit ihrer Umgebung verbunden, sorgen sich um diejenigen, die in ihrer Nähe wohnen, beschützen sie. Sie wachen über Menschen und Tiere, aber da sie von Natur aus scheue Kreaturen sind, versuchen sie lieber unbemerkt zu bleiben. Göttlinge fühlen sich zur Freude und Unschuld hingezogen, lieben die Gesellschaft von Kindern und zeigen sich deshalb nur den Jüngsten. Diese fleißigen und schlauen Wesen verrichten gerne kleine Dienste für diejenigen, die unter ihrem Schutz stehen und bitten nur um Respekt und Bezahlung in Form von Lebensmitteln oder ausrangiertem Werkzeug. Göttlinge schätzen den Frieden und die Ruhe. Wenn in einem Dorf, über das ein Göttling wacht, irgendwann zu viele Menschen leben oder die Bevölkerung die alten Bräuche vergessen hat, verlässt er seinen Bau für immer und zieht an einen anderen Ort. Ja, okay, so richtig haben wir jetzt nicht erfahren, was... Auf einmal, warum sie Göttlinge heißen. Das hätte mich doch mal interessiert, weil ist ja von Gott abgeleitet, also sind sie irgendwie göttlicher Natur oder was heißt das? Was ist da drüben eigentlich für eine... Wer hatte denn mal hier ein Haus? Okay, aber hier gibt's... Oh, ist das ein Banditenlager oder was? Zielt auf seine Augen! Oh, ich wollte das ja anzünden, diese Fässer, das hat nicht geklappt. Oh, na toll! Ich meine, es hat geklappt, aber auch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Oh, ich wollte... Ich habe mit Absicht nicht... Ich wollte kontern beim Blocken. Aber zu spät. Durch sein Schild habe ich nicht gesehen, dass er ausholt. Oh, ist das ärgerlich. Sind nur so tot. Level 6 Banditen, oh, es ist einfach. Nur weil ich einen Konter machen wollte. Ich wollte nicht normal abwehren, ich wollte kontern, damit er nicht mehr mit seinem Schild sich schützen kann und dann wollte ich ihn kaputt machen. Ich hatte zu wenig Energie. Aber egal, dann machen wir das halt nochmal. Aber ich weiß nicht, ist das ein direktes Banditenlager? Also, im Sinne von, ist das ein Fragezeichenort? Ich glaube nicht, oder? Schon wieder, hä? Ach, bestimmt wegen dem... Wegen dem Gas, was hier aufsteigt. So richtig krass viel Schaden machen wir nicht. Oh, jetzt bist du dran. Also weniger als ich gedacht hätte. Du Dreckshexer!
wieder fast tot. Unfassbar, ey. Ist der vergiftet? Ich glaube, er ist vergiftet. Verlieren wir die Nerven. Ich glaube, irgendwann geht das Schild auch kaputt. Verdammt. Das dauert ja ewig bei dem. Man kann wohl jeden Angriff blocken, oder wie? Unfassbar. Wirklich ewig gedauert, was? Und wie gesagt, ich glaube, es war kein Banditenlager im Sinne von Fragezeichenort. Aber es war halt trotzdem, also es war trotzdem ein Banditenlager logischerweise, aber eben keines, was nochmal extra markiert war. Gut, dass sich Banditen in den Sümpfen aufhalten, das ist irgendwie sehr, sehr, sehr logisch. Eine Truhe haben sie trotzdem, drin ist nur eine Schweinehaut. Noch ein Ertrunkener, brauche ich nicht. Ich frage mich, wer hier mal gelebt hat. Der Sumpf war doch bestimmt schon da, als das Haus hier hingebaut wurde. Hm, merkwürdig. Egal, jetzt können wir zurück zu Hansi und unser Hauptquest weiterverfolgen. Verdammt. Ach, ich muss die Monster erst platt machen, bevor es weitergeht, okay. Au, au. Oh. Also ich bin ja richtig gut gerade beim Ausweichen. Hallo. Na, wo rennt er denn hin? Unfassbar. Toter Hund. Bleib dicht bei mir. Immerhin Honig. Zum Naschen. Ah, viermal, zweimal. Essen habe ich immer gerne. Oh, ich glaube, ich müsste mal eine Stunde meditieren. Weil wir quasi gar keine Tränke mehr haben. Ach, tanzender Stern, stimmt. Hab ja auch die Bombe ausgewählt. Ich denk leider immer nicht dran, diese ganzen extra Sachen zu verwenden. Schon wieder irgendeine alte Hütte. Ihr wisst, was das heißt. Oh, und hier ist darauf garantiert, ihr brennt. Da ist wieder nur ein Explosivfass. Also wenn hier keine Gegner sind, weiß ich auch nicht. Das kommt mir sehr bekannt vor irgendwie. Gab es schon mal ein Haus? Also entweder waren wir hier schon mal oder es gab schon mal ein Haus, was ähnlich aussah. Ach nee, hier waren wir schon mal, oder? Das Haus haben wir uns schon mal angeguckt. Ja, hier müsste doch schon mal gewesen sein. Hier ist ein merkwürdiger Schrei, ne? Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Wie kann man ihm denn die Stimme klauen? Ich verstehe das nicht. Oder wir gehen einfach den Weg hier lang, dann brauchen wir nicht großartig klettern. Halt, Geralt, wo gehst du lang, Geralt? Irgendein alter Pfad auf jeden Fall. Die Brücke kann aber auch noch nicht so lange eingestürzt sein, so wie die Sachen hier noch rumliegen. Was ist hier oben? Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Okay.
Von hier sind wir auch gekommen. Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Toll. Nach Harpien. Was sind Harpien für Gegner? Ach, ich habe noch keinen besiegt. Oder keine. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, welches Öl dagegen gut ist. Na, kriegen wir auch so hin. Ach ja, stimmt. Wenn die so auf den Boden fliegen, kann man die ja stechen. Da muss man sie aber, glaube ich, aus der Luft heraus erwischen. Aber ich frage mich immer noch, wie Harpien eine Stimme stehlen können. Aber vielleicht erfahren wir das ja noch. Versiegelte Flasche und Rohr. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint. So, die behalten wir jetzt. Hier geht's auch noch runter. Hier. Schnaps, Schlängeln, Ringelflechter, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter Pippel pflückt Prinz Proximo pudrig pfeffrige Ponta-Pastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter, ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wie auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben. Also müssen es die Mumen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Mumen. Die helfen niemandem. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem. Zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Mumen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Mumen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh.
Oh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Muhmen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich! Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Was weißt du über die Muhmen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Bevor wir dem guten Hansi, kann ich es mal speichern? Bevor wir jetzt dem guten Hansi weiterfolgen, würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut. Und ja, das Sumpf sieht doch eigentlich ganz cool aus. Ich meine, wenn man auch im realen Leben in dem Sumpf ist, ich finde, also wenn man nicht gerade im Sumpf untergeht oder so, wenn man halt den Sumpf bewandert, dann finde ich, ist Sumpf auch eine echt geile Landschaft. Ja, wir machen hier einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben. Wir wollen euch loben. Euer Geralt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.